Scheiße machen. Was ist denn hier los? Ja, das kommt von oben irgendwo. Ja. Keine Ahnung, was die da oben treiben. Von oben? Für mich sieht es eher aus, als würde es von unten kommen, aber von oben, wenn man will. Ja, das kommt von oben, ja. Das schauen wir uns mal an. Der ST kommt, der ST, der ST, der ST. Nein, nein, der ST ist da, der ST. Oh nein. Ich hab damit nichts zu tun, Sergeant. Ihr könnt das machen, weil ich das nicht schaue. Versteck DJ Bob. Soll ich nach Hause begleiten? Ich will immer noch nach Hause machen. Ja. Oh, Star, einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Tag, Matrix, was habt ihr gemacht? Der Rauch ist ja bis draußen gezogen. Matrix. Star, ich find's schön, dass du hier bist. Guck mal, die Hand, die ist leer. Ja. Das sollten wir ganz schnell ändern, ansonsten passiert ja gleich ganz viel. Ja, wir haben nur kurze Soundcheck also gemacht. Ich hab natürlich damit nichts zu tun. Jetzt Bob wieder natürlich draußen. Nicht. Die Hand ist immer noch leer. Das ist immer noch leer. Geil, Matrix, ja. Ich komme gleich auf jeden Fall nochmal zu dir. Ich höre alle rum. Ich muss kurz da unten zum Medic. Raus, endlich hier gut, damit. Von verdient. Mir aus vor der Basis irgendwo. Ist mir scheißegal, aber nicht hier dran. Okay. Zum dritten Mal. So, Männer, wir packen zusammen. Starshot wollt die ST gerade gentern. Ja, gut. Matrix. Matrix. Da ja, ich bin hier. Der Schriftzug Matrix. Und ich glaube, Matrix meint damit die Ironie. Bob, ich jetzt der Party. Also zum einen, ich habe die Party jetzt nicht aufgelöst, sondern das war Flower, das ist Punkt 1 und das verbreitet immer auch an die Mitglieder, aber der Schriftzug, was hat's damit auf sich? Welcher? Ich meinst du? Matrix, du bist verhaftet. Warum das denn? Also jetzt haben wir auch noch die Vernichtung von Beweismitteln. Also sonst hätten wir es anders regeln können, so nicht. Stehen mir im Weg, wir sind auch verhaftet. So ach, Star! Was. Also Star, so genau muss das jetzt auch nicht. Kommen Sie, das ist drin. Doch jetzt nicht jetzt nötig. Jetzt halt mal die Backen! Das Greenland? Ist doch nicht nötig. Könntest du bitte einen Funk an alle Truppen absetzen, dass ich jetzt ins Gefängnis gebracht werde? Natürlich. Also die können das gerne alle hören. Die können auch gerne alle vorbeikommen. Und ja, der Stress macht von mir eine links, eine rechts. Das ist gar kein Thema. Bräuchte mal Hilfe. Nee, er braucht tatsächlich keine Hilfe. Ich glaube, der Sergeant, der macht das schon richtig. Matrix, wieso machst du denn so einen Scheiß? Was war das jetzt mit dem Funk an alle Truppen? Nix, alles gut, Sir. Ich sitze meine Zeit ab. Das ist auch an einem bestimmten Punkt nicht mehr witzig. Hast du vollkommen recht. So, ich nehme das dann mal, danke. Ne? Bevor dass du irgendwelche... Kann ich helfen. Das wissen Sie selber, wenn wir helfen können. Dann kann ich ihr mit Sicherheit nicht helfen, weil sie das Gesetzbuch genauso gut kennen wie ich und mir jetzt keine unnötigen Fragen stellen und mich in meiner Arbeit behindern möchten, oder? Warum ist er denn im Gefängnis? Das war nämlich meine Frage. Wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch der Republik. Also wollen wir jetzt noch diskutieren oder kann ich jetzt eben ihren Soldaten verknacken und dann ist die Sache erledigt? Also ich würde jetzt schon gern wissen, noch eine warum Stunde sie noch einen aber die sitzt Klassen. Ihr Mann da. Ne? Ich kann den Fall nämlich gerade nicht weiter bearbeiten. Und das ist keine Strafzeit, die er gerade sitzt. Oder sie sagen mir einfach, was er noch in der Hand hat. Die Respektlosigkeit mit dem ST, nein, danke. Meinen Sie, das ist respektlos? Ich denke ja. Sind Sie hier, um mich zu fragen, wie ich das Gesetz interpretiere oder beantworten Sie mir einfach wo wir uns zustimmen, damit ich meinen Fall weitermachen kann und Sie mich nicht weiter bei meiner Arbeit stören. Ich störe Sie nicht bei Ihrer Arbeit. Ich setze mein gutes Recht ein, zu erfahren, warum mein Mann im Gefängnis sitzt. Also ja, gut, Sie dass doch Ihr gutes Recht mich jetzt gerade stört, ist ja jetzt nicht unbedingt gegensätzlich. Also wie gesagt, es ist auch wegen Respektlosigkeit gegenüber der ST mit seinem Schriftzug ST, nein, danke, vor seinem Partyclub. So. Mit Sicherheit finde ich noch was. Also inhaftieren Sie die Leute erst... Und suchen sich dann die Gesetze raus, gegen die sie verstößt. Genau, also ich weiß ja jetzt, er hat dagegen zumindest mindestens ein Gesetz verstoßen. Deswegen habe ich ja einen Grund für die Verhaftung. Und jetzt natürlich, wo ich die Ruhe habe, kann ich natürlich einmal aufrollen, was da jetzt alles vorgefallen ist und was wir da jetzt aus dem Gesetz zu machen. Ich habe natürlich nicht alles immer hundertprozentig im Kopf. Ja. Was gedenken Sie so an Strafe anzusetzen? Also da wir hier bei so einer kleinen Lappalie sind, wäre das schon eine kurze Strafeinheit, keine Ahnung, 5 bis 10 Einheiten oder was. Also viel mehr wird das jetzt nicht werden. Das ist ja tatsächlich eine Lappalie. Ja, passt doch. Wo habe ich sie denn jetzt von ihrer Arbeit abgehalten? War ja nicht allzu kompliziert. Ja gut, das waren ja jetzt schon die 5 Minuten, die er jetzt gesessen hätte. Jetzt müssen wir die ja nochmal neu starten. Ne? Ja, können sie uns freilassen. Wunderbar. Na, wie gesagt, das ist jetzt nicht die Strafzeit gewesen. Also die werde ich Ihnen jetzt gleich verkünden. Aber ich muss jetzt noch einmal schauen, ob wir vielleicht noch andere Strafpunkte haben, die wir ihm vorwerfen können. Die können wir dann auch nochmal kurz diskutieren. Ja, die können wir diskutieren, wenn ich mir ihre Akten nochmal sauber durchgelesen habe. Also wir müssen jetzt mal kurz überlegen. Der Ruf nach, sag mal bitte allen Bescheid, dass ich ins Gefängnis gehe, ist das schon Verweigerung der Kooperation? Das ist schon sehr weit ausgelegt, oder? Oder findest du nicht?
Ich weiß nicht, ich verstehe deine Motivation dahinter nicht. Warum stand da dieser fucking Schriftzug ST9 Danke und Captain Flower löst das Ganze dann auf und alle denken jetzt, ich hätte das aufgelöst? Weil das ganz schlecht getimt war. Sergeant, einer Setterfunk vom Captain. Ich bin sofort wieder bei dir. Bitte? Ja, es wäre mal praktisch, wenn ich von euch um einen Zeitungsfunk wären. Verzeihung. Halt, entweder Scharfschützen rumlaufen haben gerade und noch irgendwelche Druiden hier verhaftet, wäre praktisch, danke. Captain? Also, Kriegshandlungen zu verfolgen ist gar nicht unsere Aufgabe. Wir machen die Tür wieder zu. Hier, ich werde meine Aufposition. Und weiter geht's. Ich gebe dir vollkommen recht, war doof, ich lerne aus meinen Fehlern. Das mit dem Beweismittel ist tatsächlich ein bisschen blöd, weil dann können wir tatsächlich gar keine 5 Strafeinheiten machen, ne? Überlege ich gerade mal. Aber wir haben schon einen Besuch. Ja, sogar sehr wir haben auch Besuch hinter sich, Sir. Wir kommen Sie immer wieder gerne besuchen, Star. Ich frage für einen Freund, warum hast du ihn reingelassen? Direkter Befehl vom Fliegmüll sonst, ne? Ja, wir haben eine Strafe, gibt's keine höhere Autorität als die SD. Ich habe die Tür aufgemacht, ich habe ihm keinen Befehl gegeben. Du hast dich mal durchziehen lassen, ist okay. Also warum ich eigentlich hier bin, Star. Ich habe gerade das tief innere Verlangen nach einem Tribunal. Haben Sie auch Lust? Also im schlimmsten Fall müssen wir es tatsächlich machen, weil wenn wir jetzt auch noch die Vernichtung von Beweismitteln mit reinnehmen und Matrix sich dagegen entscheidet, die Strafe dann anzunehmen, ja, dann wird es wohl darauf hinauslaufen. Ja, wissen Sie, ich habe gerade 4 Beschwerden unabhängig voneinander bekommen von 4 Personen, die sich sehr gut daran erinnern können, sie gesehen zu haben, wie sie Bestechungsgeld angenommen haben. It was at this moment that he knew. He fucked up. Das aber natürlich nicht verwendet haben, weil das nach ihrer eigenen Aussage zu wenig war. Sie aber wohl schon die Intention hatten, Matrix freizulassen, wäre das genug gewesen. Was natürlich blöderweise, aber das muss ich Ihnen ja nicht erklären, Hochverrat wäre, was wäre natürlich schade. Achso, Sie meinen den kleinen Joke an der Tür. Weiß ich nicht, ob das ein Joke ist. Das haben die 4 Leute nicht so gesehen und als ST sollte man sich das vielleicht nicht erlauben. Haben Sie recht, war ein Joke, habe ich gemacht. Mhm. Und woher weiß ich jetzt, dass das ein Joke war und Sie das nicht wirklich gemacht haben? Ja gut, weil... das werden wir dann wahrscheinlich nicht herausfinden oder ja gut, dann zeigen Sie mich jetzt an und dann setze ich mich neben Matrix. Ist schon in Ordnung. Und ich hatte mich auch nie bestechen lassen, weil ich meine, Bestechung setzt ja voraus, dass ich dann auch tatsächlich gehandelt hätte wie ein Bestochener. Also der Mann, der scheinbar mich hätte bestechen wollen, sollen, können, wie auch immer Sie das jetzt da darstellen, sitzt hinter meiner Wand. Also der Fall der Bestechung ist nicht aufgetreten. Ja, weil das Geld nicht gereicht hat. Naja, der Versuch ist ja strafbar, Sir. Nein, das Bestechen einer Person ist strafbar. Und Sie glauben, wenn ich ein Tribunal aus 3 Stabsoffizieren frage, ob Sie es als gut erachten, dass ein ST-Sergeant sich Geld dafür geben lässt, dass er eventuell oder eventuell auch nicht Leute laufen lässt und dem dann nach eigenen Aussagen das Geld nicht gereicht hat, glauben Sie, die empfinden Sie als nicht schuldig? Wie kommen Sie darauf, dass Sie bei einer Level-3-Straftat ein Tribunal einberufen können? Sergeant, Sie missverstehen mich. Ja. Das wäre nicht ja Korruption, das wäre Hochverrat. Es ist ja kein Hochverrat, weil die Handlung ja nicht passiert ist. Es hat mir jemand Geld zugesteckt, mehr ist nicht passiert. Danach ist ja alles richtig abgelaufen und er sitzt ja. Also Matrix, tut mir leid, es wird sich wahrscheinlich meine 5 Zeiteinheiten sind übrigens um. Seit 10 Zeiteinheiten? Also nee, seit 4 Zeiteinheiten, by the way. Aber jetzt haben wir vielleicht noch die Vernichtung von Beweismitteln. Wo jetzt die Frage ist, ob ich das fallen lasse oder nicht. Ich würde es natürlich super gerne fallen lassen, aber wenn ich jetzt hier selber noch hingestellt werde, dann tue ich den Gefallen nicht. Ich würde das Gespräch gerne mithören, aber ohne Handschellen, wenn es geht. Sehen Sie mir in die Augen, Sart. Ich schaue Ihnen in die Augen. Soll ich Helm abnehmen? Sehen Sie mir tief in die Augen. Sehe ich aus, als würde ich mich von Ihnen vor die Wahl stellen lassen? Vor welche Wahl? Das, was Sie gerade gesagt haben. Glauben Sie wirklich, Sie können mich so überlisten? Was unterstellen Sie hier schon wieder? Guten Tag, Commander. Guten Tag. Können sich rühren. Oh, ne? Fleet Admiral Sir, bei allen Respekt. Star ist manchmal schon ein bisschen schwieriger Natur, bin ich ehrlich, aber Star leistet gute Arbeit. Das habe ich als Witz angesehen, auf jeden Fall. Dass Star mich jetzt erstmal festgenommen hatte, ist natürlich ein bisschen schwierig und ich könnte jetzt auch in richtig an reindrücken, wenn ich wollen würde. Möchte aber nicht. Vielleicht steht jetzt meine Akte dann auch sauber, ich weiß es ja nicht, aber ich würde Star dabei belassen. Ich glaube, Star ist also legen Sie mir gerade ans Herz, von der möglichen Untersuchung wegen eventueller Korruption abzusehen. Sie sagen das immer so schwer, aber ich glaube, Star ist gerade in einer sehr prekären Situation und ja. Das kommt darauf an, wie redegewandt der Sergeant ist. Gibt es denn hier noch Gründe, das Strafverfahren von Matrix weiterhin am Laufen zu halten, Sergeant? In keinster Weise. Wunderbar, schön, dass wir uns verstehen. Dann denke ich, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, Sergeant. Den wünsche ich Ihnen auch. Schönen Abend, Commander. Einen schönen Abend noch. Matrix, dein Zeug. Also ja, stimmt. Muss auch noch ein bisschen funken. Mag ihn nicht. Wie immer eine Freude. Arsch. Zart. Das war jetzt tatsächlich gegen Ende hin nochmal richtig knapp, Alter. Wenn es ein Kuscheltier kriegt oder es 6 Kuscheltiere gibt, habe ich die alle schon 100-fach. Mit Sicherheit. Guten Tag, Sergeant. Ach, Sergeant, der Pöbel. Lieutenant.
Lieutenant. Ja? Senken Sie Ihre Stimme. Die Navy ist jetzt unser Feind. Warum? Weil ich Matrix gerechterweise eingeknastet habe. Der Admiral hat das gar nicht gepasst. Also wenn der irgendwas über mich erzählt, der lügt. Und wenn der Akten zu mir anfordert, geben sie nichts raus. Ah, ja gut, nee, passt schon. Ich kann hoffen, dass meine Sympathien da doch Einwirkung haben. Ich auch. Ich hau mich hin. Mhm. Ich wünsche Ihnen was. Ja, ebenfalls.